Amigos, ich war vor ein paar Tagen auf einer Familienfeier. Und das heißt, dass ich mich diesen Fragen wieder aussetzen musste. Wieso bist du eigentlich noch Single? Hast du jetzt eigentlich momentan einen Freund? Du bist Single? Ist irgendwas falsch mit dir? Warum hast du auch nicht den letzten behalten? Der war doch nett. Du bist bald 25, heiratsfähiges Alter, hast breite Hüften, um Kinder zu kriegen. Wo ist dein Mann? Und dann habe ich mir natürlich die Frage aller Fragen gestellt. Wo gibt's hier Pizza? Ja, natürlich, die auch. Aber ich meine eigentlich diese hier. Warum bin ich eigentlich Single? Und ich denke so nach, stehe draußen, schaue in den Sternenhimmel. Und da kam mir die Antwort. Es liegt an meinem Sternzeichen. Hundertprozentig. Ich bin am 3. März geboren, das heißt, ich gehöre zum wunderschönen Sternzeichen Fische. Sieht man ja auch. Das hat mich aber irgendwie nicht losgelassen. Ich dachte mir, ach, es gibt so viele Sternzeichen und Horoskope und es muss doch irgendeine Begründung geben, warum mein Sternzeichen Pech in der Liebe hat. Und natürlich gibt es im großen, weiten Internet auch dazu Hilfe. Du bist Single, weil du in deiner eigenen Welt lebst. Fische sind kreativ und passen sich jeder neuen Situation an. Sehr richtig, ich lebe in einer eigenen Single-Welt und bin dort auch sehr angepasst. Du hast viel Mitgefühl für andere, aber du flüchtest eher, als naiv zu sein. Eine Beziehung? Wo ist der Fluchtweg? Und das, meine Lieben, ist der Grund, warum wir Fische länger leben. Also immerhin das Sternzeichen Fische, denn wir flüchten lieber, anstatt dass wir Opfer eines Serienkillers werden. Du beginnst erst dann eine Beziehung, wenn dein Partner deine Träume mit dir teilt. Das ist definitiv richtig. Ich warte deswegen immer noch auf Chris Pratt, mit dem ich definitiv meine Träume teile. Also ich träume viel von ihm und dementsprechend teile ich ja meine Träume mit ihm. Fische blühen auf, wenn sie selbstlos sein können. Klar, ich bin super selbstlos. Ich lasse manchmal sogar Menschen meine Pizza anschauen. Aber nur anschauen. Wehe, du fässt dir, wenn du die anfässt. Sache, pass auf, Mann, die Menschen wissen eh schon, dass du pizzasüchtig bist. Bald rufen sie irgendwo an und wollen Hilfe für dich holen. Oh, boah, ich liebe Pizza halt. Du machst andere Menschen total gerne glücklich. Deine Selbstlosigkeit ist ein Segen, aber auch ein Fluch. Warum sollte meine Selbstlosigkeit der Grund sein, warum ich Single bin? Komm zum Punkt. Du genießt es, Single zu sein, denn das heißt, dass du dich auf dich konzentrieren kannst. Du kannst dann deine Energie vollends in dein Wachstum, deine Bedürfnisse und deine Ideen investieren. Okay, jetzt wird's creepy. Das ist definitiv so. Wie wusste das Horoskop das? Beobachten mich die Sterne? Und du brauchst dich nicht darum sorgen, dass dein Partner deine Großzügigkeit ausnutzen wird. Ha, genau, Mann. Hol dir selber ein Bier und mach dir ein Sandwich. Ich bleib Single. Ich bin Fische. Yeah, Mann. Woo, yeah, woo. Fische fühlen sich immer glücklich, wenn sie einen Partner haben. Egal, welcher verfügbar ist. Ich höre ständig von diesem verfügbaren Partner. Und ich würde mich sehr gerne in eine Warteliste eintragen lassen, falls es eine gibt. Fische lassen dich nicht ohne einen Kampf gehen. Wow, wir Fische scheinen verdammt verzweifelt zu sein. Wenn sie einen Partner gefunden haben, wollen sie ihn für immer behalten. Okay, wir sind an dem Punkt angekommen, wo das Ganze etwas fischig riecht. Ich würde sagen, der einzige logische Satz, der in dem Horoskop als nächstes kommen kann, ist der folgende. Und wenn Fische dich nicht haben kann, dann kann dich niemand haben. Kommen wir zur besten Seite des Internets mit den qualitativ best recherchiertesten Themen überhaupt. BuzzFeed. Fische sind Single, weil sie keinen Käse mögen. BuzzFeed hat recht. Ich hasse Käse. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur noch Single, weil mein Sternzeichen im Horoskop immer als letztes kommt. Und das verstehe ich nicht, weil ich bin im März geboren. Das heißt relativ früh im Jahr. Warum ist mein Sternzeichen dann ganz am Ende? Das ist nämlich beim Daten dann auch so. Da werden dann erst alle anderen Sternzeichen gedatet und dann wir. Wir Fische. Was habt ihr gegen uns Fische? Wir sind so liebe Wesen. Ja, wir sind so unterschiedlich und wir sind bunt. Wir schwimmen voll gut. Völlig losgelöst von der Erde fliegt ein wie ich. Ganz alleine, ohne Beziehung. Wenn ihr Bock habt, dass ich noch zu anderen Sternzeichen ein Video mache, warum diese Sternzeichen Single sind, dann stimmt einfach mal kurz hier in der Infocard ab oder schreibt es mir in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, ob es euch interessiert oder ob ich lieber gehen sollte und nie wiederkommen sollte. Schreibt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euer Sternzeichen ist. Am besten hinterlasst ihr einfach ein Emoji dafür. Zum Beispiel bei mir, bei Fische, wäre es das. Vielleicht gibt es für euer Sternzeichen ja auch ein Emoji und sonst diese Symbole, die niemand versteht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall beim letzten Video rein und schaut auch unbedingt in die Playlist vom Bachelor Recap, denn dort sind 24 Frauen und 23 davon bleiben Single. Vermutlich alle die, die Fische sind. Die einzig richtige Form, jetzt Tschüss zu sagen, ist Adios, Amigos.